an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine, willkommen zu einer neuen Folge Herrscher der Meere. Wir sind ja dabei, eine zweite Kampfflotte zusammenzustellen, um hier endlich den Piraten Henry Morgan den Garaus zu machen. Und unsere Mission können wir natürlich auch nur erfüllen, wenn der Haftpuff sagt: Ich weiß, dass du dich nicht aus deinem Loch raustraust, aber was hatten wir inzwischen? 2 Fregatten, 3 Brigs und eine Korvette. Und, na gut, einige Schiffe ein bisschen beschädigt, aber gut, das ist immer noch meine Brig, die er da von mir gekapert hat. ja, Fuchsbergen, ne, da sind wir ja in Mission unterwegs mit Pelzmänteln, die dort dringend erwartet werden. Allerdings ist der Hafen gesperrt. Notfalls müssen wir uns also dort auch den Eingang erkämpfen. Wie gesagt, einfach mal mit einer 32,5er Kanonenkugel anklopfen, damit uns aufgetan wird. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Leute, endlich! Ja, weil Ulle unsere Galeone hier auf Rundtour gut unterwegs. Also der Handel läuft ja soweit. Aha, ihr seid hoffentlich nicht der Grund dafür, dass der Hafen gesperrt ist. Nicht, dass der Hafen wegen euch, deswegen wegen einer einzelnen französischen Brig. Weiß nicht, ob die Franzosenkrankheit an Bord hat. Wie man ja die Syphilis, glaube ich, früher nannte. Die haben hier noch für 10 Wochen Proviant, bis die Kampfflotte ran ist. Können die sich aber auch durchaus mal einfach hier in Aralon verpflegen. Ja. Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Ja, dann verteilt halt, ne? Haben alle gleich viel wieder. So, dann sollte das auch reichen, dass ihr hier in den Hafen kommt. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jo, mach das mal. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja. Dann wird hier die Brig auch umgekrempelt, war so volle Besatzung und Mannschaft, Proviant. Und dann schicken wir sie mal auch zur Patrouillenflotte, dass die da dazu stößt. Dann kriegen die Jungs immer mehr Verstärkung. Ja, wir wissen es ja. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Wunderbar. Unsere Galeone läuft in Festum ein. Leute, endlich! Die beiden wollen wir noch nicht zusammenschmeißen. Leute, endlich! So, Piratenjäger. Was ist die Stadt? Okay, die sehen wieder mal Henry Morgan. Nix los. Wir sind eingelaufen, Sir. Jawohl, die Galeone in Festum eingelaufen, dass wir hier unser Konto etwas auffrischen können, aufbessern können. Mehr Alkohol hätten wir natürlich auch ins Lager packen können. Aber hier, Mensch, knapp 1000 Goldstücke pro Tonne, möchte ich mal sagen, lohnt sich doch. Ja, verscheuern wir den Krempel noch glatt. So, bringen wir hier 10 Wochen Proviant hatten wir auch noch übrig. Wunderbar. Können wir gleich mal mit 16 Wochen starten auf die nächste Rundtour. Ja, die geht's wieder nach Nebelauen. Weiter. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ihr könnt dort ruhig erstmal warten, bis euch die Patrouille, die Piratenjäger hier treffen. Na, dann kommt er dazu. So, das ist ja hier, Momentchen mal. Das ist eine beschädigte Brig. Das ist eine beschädigte Brig. Das heißt, die beiden packen wir zusammen. Ja. So, und die warten dann einfach gemeinsam darauf, dass sie hier die Piratenjäger verstärken können. Genauso wie die ganzen Verstärkungen, die hier von
ja, aus allen meinen anderen Häfen unterwegs sind. Na, es wird natürlich ein bisschen dauern, bis sie da sind. Aber dann werden wir da richtig erbarmungslos zuschlagen. Und den Burschen da hoffentlich mal zeigen, was eine Harke ist. In den Hafen rein. Kann man da vielleicht erstmal. Leute, endlich! Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. So, das ist die Galeone. Die brauche ich natürlich nicht. Die muss da einfach rein um ihren Proviant. Leute, endlich! Ja, ist ja toll, dass ihr euch gegenseitig alle seht. Nur die. Auf die es mir wirklich ankommt, dass die gesehen werden, sich gegenseitig sehen, die sehen sich noch nicht. So, wir hatten ja hier einen Hafen, da ist Angebot an Zucker, da ist Bedarf an Zucker und das sollten wir, denke ich mal, schaffen. Ist ein bisschen lang die Strecke, dann machen wir hier erstmal eben. Na, in Charypso. Station. Dann hat die Galeone da nochmal. Leute! Ja, ich weiß. Leute, endlich! Ja, ist ja gut. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Warten. Ganz einfach, warten. Dass euch die Piratenjäger auffischen. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja. So, rein mit euch. Zack, hier aufgefrischt und wieder nach Fuchsbergen, um zu sehen, ob der Hafen vielleicht doch frei wird. Dann haben wir dann auch wieder einen Monatswechsel. Ja, kommen wir klar. Und ja, von den Gegnern bisher keine Aktionen. Ja. So, hier haben wir die Galeone, die ist unterwegs. Hier haben wir die Piratenjäger, die müssten sich hoffentlich bald hier mal mit den zwei Briggs treffen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Leute, endlich! Unser Proviant geht zur Neige, Sir! Ach, das liegt nur daran, dass ihr den nicht gleichmäßig verteilt habt. Zack. So, sollte wieder in Ordnung sein. Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Ja, und auch ihr verteilt den dann einfach nochmal. Ja, das solltet ihr schaffen, Leute. 4 Wochen für das Stückchen. Steckt da gerade in der Flaute. Leute, endlich! So, aber endlich haben sich die Piratenjäger und die beiden Briggs hier getroffen. Das ist gut. Ja, wir nehmen einfach mal weiter den Auftrag hier vor dem Hafen zu patrouillieren und auf weitere Verstärkungen zu warten. Leute, endlich! Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, der portugiesische Heimathafen Merolin ist Gott sei Dank immer noch frei. Dort können wir dann also unsere Gewürze verkaufen. Sehr schön. Gutes Geld nochmal kassiert. Tabak aus eigener Produktion nehmen wir an Bord. Die Brick wieder auf Vordermann bringen. Und, jawohl, hier sind wir auch soweit. Das war dann zack. Noch aus neutraler Produktion Ware an Bord nehmen. Und dann geht's auch wieder ab nach Järgan. Und Leute, endlich! Ja, das sind die Leute, endlich! Ja, okay, der verbirgt sich hier immer noch. Aber 1, 3 Briggs, eine Korvette, eine Fregatte, noch eine Fregatte und jawohl, hat er sich also noch nicht verstärken können inzwischen.
Mal sehen, wer schneller ist, ob er schneller so stark wird, unser dass er sich Proviant traut auszubrechen. Geht schon rein, Die Korvette, okay, da müsst ihr einfach mal doch kurz da in Mendena vorbeischauen. Ja, das sollte in 4 Wochen zu schaffen sein. Okay, damit sind wir hier wieder am Ende des Spielzugs und am Ende der Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, adieu mit Ö.